Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir möchten die Leute hier befreien und die sind schon sicher. Hier waren wir direkt am Anfang und ja, müssen wir noch hier einmal retten. Ich denke, dann haben wir es doch geschafft, wenn wir die Heinis hier kaputt kriegen. Du müsst nochmal geheilt werden, fällt mir gerade auf. Schicken dich mal nach oben. Wer fehlt noch? Zu Bogenschützen. Na komm, geh nach vorne. Das passt schon. So. Okay. Oh, er heilt uns. Okay. War jetzt nicht mein Plan. Dass er uns heilt. Ich wollte eigentlich sie ein bisschen leveln. Mann, oh. Ups. So. Du. Reden. It's not safe here. You should be running. I can't. I'm the local doctor's son. I won't leave until I've helped the injured. You've got a lot of heart for a kid your age. All right, let's join forces and save those villagers. I really appreciate the help. My name's John. Now come on, there's work to do. So, hat seine Gruppe angeschlossen. Aha. So rekrutieren wir ihn, oder wie? Okay, dann warten wir. Ihn können wir nicht rekrutieren. Aber wir können dich erstmal hier schön... Er ist mit dem Ritter tot. Reicht nicht ansatzweise. Uff. Leichtlanze? Schon stärker, warum auch immer. Der Langspeer? Reicht auch nicht. Oh Mann. Also doch Bündnis. It's just like my fairy tales. So. Überreiten. Angreifen. Ritter tot. Ich glaub's nicht, das reicht einfach nicht. Mist. Ah, Mist. Ah, steht er im Weg. Und mit dir komme ich auch nicht weit. Blöd. So, wie sieht's mit dir aus? Wenn ich dich da hinstelle, hat er den Vorteil in der nächsten Runde. Wir machen es einfach so. Wir sind EOP, also. Eisenaxt, go. 18 zu 9, ja, passt. Hau dir mal ordentlich einen rein. Sogar daneben. Na gut, 90%. Gut, dass wir im Gerüst standen. So, dann stellst du dich mal darauf. Oh, eine neue Leichtaxt, nehme ich. So, dann kommst du nochmal mit. Ja, was mache ich mit dem Hansel hier? Der ist ganz schön stark. Ich will nicht, dass er ihn tötet. Deswegen wirst du Schlag aushalten müssen. Oh, das ist unfair. Was hast du für einen Angriff? 15, du bist aber sehr effektiv gegen uns. Aber wir haben 28 Leben. Der eine sollte uns doch jetzt nicht aus den Latschen hauen, oder? Ich mach's mal mit Bündnis, damit wir mehr Verteidigung und alles haben. So, überreiten. Mit dem Rittertod. Macht nicht so viel. Wenn wir nicht überreiten machen, sondern Angriff mit dem Rittertod, machen wir viel mehr Schaden. Leider überlebt er mit einem. Na gut, er kann sich zumindest nicht verteidigen. So. Ich muss ihn beschützen. Jetzt bleibst du da stehen. So, dadurch kommst du nicht mehr an den ran, das ist schon mal gut. Er wird sich opfern. Der wird vielleicht einen Weg nach unten, einen Schritt nach unten gehen und hoffentlich sie nicht töten. So, du gehst dahin. Den haben wir noch, dich. Du gehst auch dahin. So, den haben wir jetzt auch noch. Okay. Uff, 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 uff. Töte ihn nicht, töte sie nicht, töte sie nicht. 28? Der macht 28 Schaden! Was? Er hätte sie einfach killen können! Wow! Gut, dass sie ausgewichen ist. Oder
geblockt hat oder wie auch immer. So, dann gehe ich jetzt mal auf jeden Fall dahin. So, Besuch. Thank you for checking in on me. Duke, there's not much I can do with it, at any rate. Better it should go to a soldier like yourself. Energietropfen erhalten. Was auch immer der macht. So, dann du. Schwein. Hier angreifen. Hau ihn um. Sort of like that, maybe? So, perfekt. So, dann kannst du ihn jetzt aber finishen. Müssen wir darauf, keine Ahnung. Ah, Tatsache, fühlt sich. Erst wenn wir es betreten. Es muss also leer sein, gut zu wissen. So. Überreiten. 100%, hau ihn weg. One strike will decide it all. All the monsters are gone. We're saved! And it's thanks to the lot of you. I'm glad no one got hurt. I was a little worried there. You can't know what this means to us. We decided to give you this to show our thanks. Flut erhalten. Ah, neues Buch. Schön. Weihwasser. Chloe. Okay. War schon fast. Weil sie war. Die hat auch nicht gerissen. So, das Verbindungsaufbau nervt zwar, aber gut. Ist dann einfach so, dass das nicht im Hintergrund einfach machen kann. Synchronisieren. Na egal. So, wir speichern. Jo, mach. Come now, Jean. Give the nice people a proper thank you. Wäre das jetzt auch passiert, wenn wir nicht angequatscht hätten? Oh, right. Thank you for saving our village. We saved it together. You did well today, Jean. Oh, I introduced myself to you, but I never asked your name, did I? Well, there was a lot going on. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon? From the land of Lethos? Oh, please forgive my rudeness. Don't mention it. Like I said, there was a lot going on at the time. What brings such a splendid personage to our humble village? I've been on a journey to defeat the Fel Dragon and bring peace to the world. The whole world? Wow. If it's all right with you, Divine One, can I come along and help? Jean, what's gotten into you? My dream has always been to become a doctor so I can save people, and that hasn't changed. But with monsters running rampant, I might die before I can do that. Look what just happened. At the Divine Dragon's side, I think I can learn to fight and to heal people at the same time. Well, that's all very well for you. But what about the Divine Dragon? You'd just be a burden. Oh, I wouldn't say that. Not if what he did during that battle is anything to go by. If Jean wants to come, I don't mind. Though I understand why you'd be worried. Well, if he has your permission, then I can only ask that you take good care of my boy. What? You're actually allowing him to go? Father, I told you, you don't need to worry about me. It's not like I'm never coming home. In fact, when I do return, I'll be a first-rate doctor. You'll see. How quickly they grow up. Of course, Sean. Be a good boy, a hard worker, and an attentive student, and come home safe. I will. Thank you, both of you. I can't wait to start working alongside the Divine Dragon. The feeling is mutual, Jean. I have a hunch that I'll be leaning on you a lot in the days to come. Okay, haben wir einen zweiten Arzt? Wir haben zwar schon Heiler, aber wenn man das im schwereren Modus spielt, dann kann man jeden gebrauchen, weil die sonst wegsterben. Okay, gut. Hi. Thank you. Danke, dass ihr mich hier mitnehmen werdet, Göttliche. Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen. May I ask? Es gehört John auf, Göttliche. Er wird zu einem feinen jungen Mann heranwachsen.
Das hoffe ich doch. Es ist ein trauriger Tag, wenn dein Junge sein Nest verlässt. Achso. Aber wenn er sich das wünscht, so werde ich ihn unterstützen. Es gibt hier eine Kirche in der Nähe, wo wir stets gemeinsam zur Würmgöttin beten und... Potztausend. Hier sind die Würmgöttin? Ja. Schade, schade. Yes. Braucht nicht mehr beten. Von den Orangen, die wir hier ernten, wird sogar die Schale verwendet. Wir trocknen sie und verarbeiten sie dann in Tees oder Medizin. Oh. Schön, als wiederverwerten. So. Here you are. Wir sind hier nicht für unseren Tee, sondern auch für unsere Orangen berühmt. Hier, ich schenke. Doch, schenke euch welche als Dankeschön. Ich will alle. So, dann wird das nochmal mit. Weizenmehl. Aha. Hi. Dies macht mich zufriedener als die Teeernte. Tee kann man auch gar nicht einfach so ernten. Und solange ich mich auf meine Arbeit konzentriere, muss ich nicht über den Krieg nachdenken. Aber jetzt lenkt sie sich ab. So, hier hinten sind noch welche. Ah. Wir leben wirklich in gefährlichen Zeiten. Ich hoffe, dass wenigstens dort, wo ihr herkommt, noch alles im Lot ist. Ja, so halt. Wenn dieser Krieg noch viel schlimmer wird, muss ich wohl bald selbst zu den Waffen greifen und in die Schlacht ziehen. So, du da, Hühnchen, komm mit. Aufnehmen. Sehr gut. So, hier hatten wir schon geredet. Wie ist es mit den Leuten unten? Du da. Na, jetzt. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr unsere Ernte gerettet habt. Diese Felder sind... hier sind unser Leben. Ja. Orangen tun wahre Wunder für die Gesundheit. Und schmecken tun sie auch noch. So. Im letzten Kampf habe ich meine Grenzen noch mal deutlich nach vorne verschieben können. Ich fühle mich stärker denn je. Nach oben, ups. So. Thank you. Wir sind euch unendlich dankbar. Bitte gestattet uns, euch einen Tee zum Tee einzuladen, wenn dieser Krieg endlich vorüber ist. Ob wir uns dann noch dran erinnern. Yes. Gerüchte besagen, dass unser Tee derart gut ist, dass uns manchmal sogar die Prinzessin selbst besuchen kommt. Aber verkleidet natürlich. Oh Mann. So, wo ist jetzt eure Kirche? Soll das die Kirche sein? Müde, ich will da rein. Ach, verdammt. So, dann sammeln wir noch ein paar Sachen ein. Sind wir auch schon bald durch. So, hi. Indeed. Die Probleme scheinen großes Interesse an diesem Ort zu haben. Bestimmt spüren sie hier etwas. Echt? Right. Ich glaube, unser Einsatz hier war nützlich, auch wenn er nicht Teil unserer Mission war. Ob die Kreaturen wohl deshalb hergekommen sind, weil es hier so gut duftet? Nein, kann nicht sein. So, du. Oh my. Lächerlicher Ort. Ich wünschte, ich könnte verweilen und die Aussicht genießen. Diese kleine Insel. So, das nochmal mit. Das nochmal mit. Das nochmal mit. Oh, Eisenbahn und Stahlbahn. Aha. Eure Haarfarbe fasziniert mich. Ist die heute angesagt? Ja, wir hinken hier mit der neuesten Mode immer ein bisschen hinterher. Wir sind hier auf einer Insel und von nichts als Wasser umgeben. Wir sind diese Monster bloß hierher gelangt. Wenn man das wüsste. So, wir haben da oben noch was. Ist noch ein Hühnchen oder ist das irgendwas anderes? Eine Katze. Aufnehmen. So, und da unten kann ich noch ein Tier aufnehmen. Das machen wir auch nochmal. Dann sind wir hier auch eigentlich durch. Haben wir mit dir schon geredet? Mein Erfolgsgeheimnis liegt darin. Achso, ja. Oh, nee, hat noch nicht gesagt, gelesen, aber. Kannten wir schon. Noch einen von dir? Okay. Das
heißt, wir können also mehrmals verschiedene Tiere aufnehmen. So, wir gehen nach Somniel. Weil ich hier nochmal jetzt erstmal meine Verbindung mit den Emblemen bessern möchte. Items. Verlorene KP können mit Hilfe eines Heil-Items oder durch die Verwendung von Heilungen wiederhergestellt werden. Ja, gut. Und wir müssen in Somniel eh noch mal die Waffenschmiedin jetzt besuchen. Und den Dingensheini. Wenn du den Bandlevel zwischen Emblemen und Einheiten erhöhst, schaltest du besondere Bandgespräche frei. Lese dir diese Bandgespräche im Somniel oder beim Erkunden der Weltkarte an. Nachdem du dir ein Bandgespräch angesehen hast, kannst du den Bandlevel noch weiter erhöhen. Okay. Achso, hier, komm, komm gleich reden. Nach einem gemeinsamen Kampf habe ich das Bedürfnis, im Somniel nach meinen Mitstreitern zu suchen. Band. It is good that we can talk after I spent so long silently watching over you. I know what you mean. I'm really glad to have you at my side supporting me in person. Das war alles? Oh wow. Fähigkeitenerbe. Erlaubt der Einheit, Fähigkeiten dieses Emblems zu erhöhen. Okay. hi. Oh. Schmiede und die Boutique haben geöffnet. Das Somniel ist so ein reizender Ort. Leute mit den unterschiedlichsten Lebenswegen leben hier friedlich zusammen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Firenen einen zweiten Ring gibt. Holen wir Elfried und eilen wir zum Schrein. Ich kann den Kiesel geben. Hier, einen hübschen Kiesel sogar. So, guck mal, die Schmiede an. Willkommen, willkommen. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ich meine Schmiede hier öffnen durfte. Ja, denkt immer daran, wenn ihr eure Ausrüstung erneuern wollt, kann ich sie in Form hämmern. In der Schmiede kannst du deine Waffen im Tausch gegen Gold und Materialien verstärken. Wette deine Waffen auf und entwickle sie weiter, indem du sie veredelst oder gravierst. Übertrage mit einer Gravur eine Emblemmacht auf eine Waffe, wobei nie mehr als ein Emblem zur gleichen Zeit verwendet werden kann. Die zum Veredeln benötigten Materialien kannst du auch durch andere Materialien ersetzen. Okay. Veredeln. So, du hast... FD, Reichweite 1, effektiv, hier steht nicht die Haltbarkeit. Sieht aber schick aus hier, das Ding. Panzerbrecher, ich weiß noch nicht, ob er das braucht. Warum sind das eigentlich so Pixelgrafiken? Ich will, dass das bessere Grafiken sind da. Rechts halt. Leichtlanze, soll ich davon irgendwas nehmen? Die sind ausgerüstet, ja, aber... Ist alle nichts Besonderes, halt D, C... Nichts mit anfangen. Wie sieht es eigentlich mit dem Stab aus? Du hast noch einen Stab gehabt. Wo bist du denn? Nein. Sind hier keine Stäbe bei? Zweite Stufe, eine leichte Nahkampftechnik. Initiiert der Anwender den Kampf, greift er zweimal an. Eine grundlegende Nahkampftechnik ermöglicht keinen zusätzlichen Angriff. Wow. Ich sehe jetzt keine Stäbe. Was bringt mir Gravieren? Hier, nur das Eisenschwert. Was passiert denn dabei? Anfänger Echoes Holy. Also Kraft würde steigen, Trefferwahrscheinlichkeit wird steigen, Crit steigt um 10. Kritisches Ausweichen? Oder was ist das? Ausweichen generell steigt, Gewicht bleibt, Geist bleibt. Also die Trefferwahrscheinlichkeit und die Kraft geht hoch. Hier Crit Ausweichen hoch, das wäre ziemlich nice, aber Kraft geht runter und Gewicht... Oh, Gewicht geht auch runter. Hm? Kraft hoch, Gewicht runter, Ausweichen hoch.
kaufen. So. Tauschen? Eisen, Stahl, Silber. Eisen. Brauche ich das alles? Ich kann 14 Stahl wird zu 126 Eisen. Das ist, nee, das ist doch falsch rum, oder? Also ich möchte Eisen. Eisen zu Stahl machen. Heißt angeboten 14 Stahl, erhalten tue ich 26 Eisen. Das ist doch falsch rum. Moment. Änderung. Nee, das und das. Okay, ich hätte gern Stahl. Ich möchte Eisen geben. Jetzt würde ich mein Eisen zu Stahl verarbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. Kann ich denn Sachen schmieden? Nee, ne? I'll be here. Schade. So, dann kommen wir hier nochmal in die Boutique. Thank you. Für einen fantastischen. Was? Was für ein fantastischer Ort. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich einmal mein eigenes Geschäft in Somnia eröffnen würde. Dies ist meine Boutique. Hier gibt es die beste Mode in ganz Elias. Now, about the boutique. Hier kannst du im Tausch gegen Materialien und Gold Kleidung und Accessoires im Auftrag geben, die du in Somnia tragen kannst. Die meisten Accessoires, die du hier anfertigst, können von allen Charakteren getragen werden. Das ist doch schon mal gut. Im Verlauf des Spiels erweitert sich das Angebot der Boutique. Aha. Sonnenbrille. So, kaufen, ändern. Was denn ändern? Achso, du kannst nur ausrüsten, ne? Kann das sein? Aha. Einteiler. Ach, Strandkleidung. Trainingsanzug. Ob es einen Zopf hat oder nicht, ist eigentlich egal, ne? Sieht beides gut aus. Hm. Aber wie krass die Länge sich unterscheidet, ne? Hier fast bis zu den. Naja. Dann hier nur bis zum Hintern im Verhältnis so. Nur weil es ein bisschen hochgebunden ist. Naja, gut. Ja. Wir haben noch Sonnenbrillen, sehe ich gerade. Ne, habe ich nicht. Oh. Was kann ich denn herstellen? So. Das sieht schön schlicht aus, aber ist alles ziemlich schlicht. Aber es kostet nicht viel. Oh, ich kann Brillen kaufen. Moment, so. Eckig oder ein bisschen rund? Ne, ich würde sagen, das hier sieht besser aus. Hier, eckige Brille kaufen. Kostet 6 Eisen, aha. Ach komm, wir kaufen beides. So, möchte ich die hier auch kaufen? Irgendwie nicht. Wir lassen das erstmal. Können wir Wände auch noch was verpassen? Das passt irgendwie nicht zu ihm. Clan vielleicht? Für ihn wird das passen. Weil er dann für Frem, weil sie ja Heilerin ist. Ich glaube, das ist an der Seite nicht, dass es so komisch dunkel ist. Weiß ich nicht. Die hat auch voll die langen Haare sich gerade. Wow. Na gut, lassen wir das erstmal. Wo möchte ich noch hin? Mit euch habe ich geredet. Oh, Moment. Können wir hier was sammeln? Ich werde den Part ein bisschen länger machen wieder. Aber wir jetzt hier wieder rumgucken. Was gibt es hier jetzt? Arena. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich muss die anderen Embleme noch machen. Bande. Waffen. Das Buch Flut. Okay. Trainingssiegel ansehen. In der Arena kannst du Verbündete trainieren lassen, um Erfahrung zu sammeln und ihre Bandlevel zu erhöhen. Im Standardtraining kämpft ein ausgewählter Verbündeter mit einem anderen Verbündeten. Er ist kostenlos, aber begrenzt. Das Emblem-Training stärkt die Bande zwischen einem Verbündeten und einem Emblem. Es kostet Fragmente, das Band und ist unbegrenzt, was? Es kostet Fragmente des Bandes, achso, und ist unbegrenzt. Und ist doch cool. Das lasse ich aber erstmal. Wo komme ich hier raus? Komme ich jetzt ganz woanders raus? Interessiert mich mal. Für so einen kleinen Raum, ne? Extra eine Ladesequenz. Ätzend.
Aber ich werde erstmal noch hier ganzen Sachen einsammeln, dann vielleicht mal unseren Geister, den Inselgeist, Beschützer, Hüter, wie auch immer, nochmal verbessern. Oh, hier komme ich raus. Ja. Na gut. Gucken wir erstmal draußen. Ich kann auch ein paar Sachen sammeln. Da hinten. Stahlbarren, hi. Toll, mehr kann ich nicht machen. na gut. Aber vielleicht spawnen die ja was. Milch erhalten. Eier erhalten. Was haben wir hier? Noch mehr Milch. So, kann ich noch mehr Tiere freilassen? Was haben wir? Schaf, Katze, das Huhn. Ja, passt schon. So. Doch, warum nicht? So, gucken wir mal. Ist unser Hüter wieder da? Ja, bist du. Hi. Streicheln. Erstmal streicheln. Okay. Ich drück doch B. Ah, es hat nur so lange gedauert. B, 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 B. Ach so. Schüttelt sich noch Fragmente ab. So. Du magst da bestimmt hier sowas, Orangischen. Davon kriegen wir ständig neue. Aha. So. Das haben wir. Anziehen. Könnt ihr noch andere Sachen geben? Achso, was war das? Kühne. Achso, die braunen. Nee. Na komm, machen wir es mal rot. Oder? Nee, machen wir gelb, so wie den anderen Kram. Warum nicht? So, dann haben wir auch das. Ist ein bisschen unspektakulär, aber egal. So. Bring mir das, wenn ich mit dir noch rede. Hi. Das Sammeln ist seit einiger Zeit schon unsere Basis. Und doch freue ich mich stets aufs Neue, so viel Leben hier zu sehen. Okay. Oh, guck mal, es rennt uns hinterher. Hi. Oh, schade, ich kann es jetzt nicht streicheln. Also würde ich hinterherlaufen. Moment. Ich will hier lang, hier hoch, hier links. Oh, so. Was ist das hier? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht gehabt. Der Amiibo-Pavillon steht jetzt zur Verfügung. Toll. Und jetzt hat irgendwas Cooles wird hier passieren, aber nö. So, dann. Darf ich eigentlich nicht langlaufen? Bringt mir auch nichts. So, mehr Orangen. Mehr Zeug. Mehr alles. Trauben. Mhm. So, hi. Alright. Ich liebe es hier. Die Landschaft ist so pittoresk. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr mir erlaubt, hier zu sein. Wir möchten ja eigentlich gar kein Geschenk geben. So, sammeln wir noch mal ein bisschen. Da muss ich hin. Nüsse und Schutzjuwel. Aha. Da. Hier hinten ist noch was zum Sammeln. Gut, dass man es auf der ganzen Karte sieht. Was kann ich mit dem Pferdedung überhaupt anstellen? Irgendwas. Keine Ahnung. Blumen? Kann ich was mit den Blumen machen? So. Mit dem muss ich noch reden. Well then. Na
Sobald wir bereit sind, bringe ich euch zu den Schreien. Okay. Toll. Sollte ich jetzt mit dir reden? Und da oben ist noch ein Ring. Nein. Warum ist da dieses Symbol oben? Lass mich ran, ihr seid hier für den Krafttraining. Ich kann die Entschlossenheit in euren Augen kennen. Upp. Unterstützung, Krafttraining, was ist eine Unterstützung? Huh? What's up? You're looking at me kind of weird. Sorry, I didn't mean any offense. I just couldn't help it. Is there something wrong with how I look? Oh, no, nothing like that. Then tell me why you're laughing already. Well, you know how you're always so confident? Huh? I was thinking about how plain it is on your face. There's confidence all over you. It's kind of inspiring to look at. Which is why you were staring. Ich finde, ihre Stimme passt nicht zu ihrem Aussehen. Keine Ahnung warum. Forgive me, Etier. If it bothers you, I'll stop. Nah, I don't mind. I'm actually a little honored to help out the Divine One. If staring at me lifts your mood, go ahead and stare all you want. Thank you. I mean, it's a little embarrassing, but a quick jog will help get my mind off it. See you around, Divine One. Ah, es war ein Unterstützungslevel zwischen denen. Ah. So. So, dann machen wir jetzt nochmal Krafttraining. Very nice. What'll it be? So, Klappmesser haben wir noch nicht gemacht. Drück den Knopf so schnell du kannst, um die Linie auf anzuheben. Berühre sie. Kurz im Boden endet das Training. Okay. Moment. Einmal zurück. Ah, Knopf einmal nur. Mit jedem Klappmesser wird es schwerer, die Linie anzuheben. Je schneller du sie anhebst, desto besser fällt deine Bewertung aus. Bring ihn in Form. Okay, einfach nur A-Spam. Mach ich. So. Easy. Braucht man kein großes Timing, einfach nur durchspammen. Schlecht, gar nicht, gut. Perfekt, 2000 Punkte. Okay. KP plus 2 im Kampf, na toll. 2 Leben mehr. Das bringt mir ja gar nichts. Ist keiner was im Pony? Ja, dann. Let's do this again sometime. Nein. Auch wenn es nicht so schwer ist, aber nein. Okay, das Krafttraining haben wir jetzt auch. Sonst ist hier gar nichts mehr. Ich muss aber eigentlich noch. Nein, ich will mich nicht porten. Ich muss doch noch. Was haben wir? Karte, Menü. Enzyklopädie, Band. Genau, euch beide nochmal machen hier. Zack. For all I had hoped to discuss with you, now that you are before me, I am lost for words. I know what you mean, but we'll have plenty of time to get to know each other. Das war alles? Wow, okay. Butterfly-Level Fähigkeiten, ja, kennen wir. So, dann zurück und Chloe nochmal und Sigurd. I'm so excited to fight alongside you, Sir Sigurd. You're like a knight right out of a fairy tale. I am no storybook hero. Only a man who fights for the people. Something we both believe in. Ganz schön abwertend. Abweisend. So. So. Fähigkeitenerbe. Gut, dann haben wir das soweit fertig. Verbündete.
Okay, ich kann durch switchen. Ringe. Okay. Lagerhaus. Können wir was ins Lagerhaus packen? So, ne, das sind nur die Sachen. Hm, gut. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, auch durch. Hier lang. Dann würde ich auch schon den Part wieder beenden wollen, weil sonst haben wir hier nichts. Wir haben alles gemacht, was wir wollten und ja, gut. Vielleicht kaufen wir uns irgendwann mal Kleidung oder ziehen was anderes an. Weil es eigentlich schon gar nicht so schlecht aussieht, ne? Gut, wir machen Schluss und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.